Mesa Arch ist eines der absoluten Highlights im Südwesten der USA. Er liegt im Bundesstaat Utah im Canyonlands Nationalpark. Schon bei einem Besuch tagsüber wird man von der Aussicht und der exponierten Lage beeindruckt sein. So richtig faszinierend ist Mesa Arch aber erst bei einem Sonnenaufgang. Doch dafür sollte man früh aufstehen, denn die Anfahrt von Moab, wo die meisten Motels liegen, dauert eine knappe Stunde mit dem Auto. Ich war über eine Stunde vor Sonnenaufgang vor Ort und es standen bereits 5 Fotografen hinter ihren Stativen. Guten Morgen vom Mesa Arch. Wir haben, wie viel haben wir? 7.15 Uhr. Stehen hier seit einer knappen Stunde. Und ich würde sagen, jetzt ist somit jeder sinnvolle Platz belegt. Wer jetzt kommt, hat Pech gehabt. Viel Platz ist dort nicht. Eng zusammengerückt passen dort vielleicht 7 oder 8 Stative nebeneinander hin. Sobald die Sonne über dem Horizont erscheint, beginnt ein Schauspiel in voller Farbenpracht. Man hat ein paar Minuten Zeit, ehe die Sonne den unteren Rand des Bogens erreicht. Doch auch dann sollte man noch etwas ausharren, denn nun wird der untere Rand des Arches wunderbar golden angestrahlt. Viel falsch machen kann man nicht. Hat man ein hochwertig vergütetes Objektiv, kann man auf kleiner Blendenzahl fotografieren, um so schöne Sonnensterne zu bekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr weitere Filme dieser Art sehen wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und ein Like. Dankeschön!